Herzlich willkommen zurück zu Das Schwarze Auge Memoria. Wir sind immer noch am gucken, wo das letzte Siegel versteckt ist. Buntglasfenster, aber da haben wir auch nichts gesehen, ne? Ich meine, eigentlich haben wir so ein Siegel ja dabei. Was sollen wir damit machen? Das Licht der Lampe leuchtet hindurch. Eigentlich haben wir ein Siegel ja dabei. Dieses Auge ist ja die ganze Zeit allgegenwärtig. Und hier unten fehlt uns noch ein Siegel. Und ich finde immer noch, dass das hier aussieht wie das letzte Siegel. Aber es funktioniert nicht. Lieber nicht. Bis ich nicht weiß, was die Maske tut, lasse ich sie in Ruhe. Können wir da einfach draufwerfen? Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Ich meine, wir haben auch alles durch. Es gibt nur noch einen Ort, wo wir nichts mehr machen können. Und das ist, oder beziehungsweise, wo uns etwas fehlt. Und das ist beim Wasser. Hier unten, beim Untergrundsee. Hier fehlt ja angeblich, hier fehlt noch etwas. Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Können wir das verbinden? Das bringt mich nicht weiter. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansitze. Ich auch nicht. Die Zeichnung passt genau. Wow. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Ihr seid zurück. Lasst uns die Geschichte beenden und weckt mich. Machen wir. Es gibt nur noch eines, was du verstehen musst. Meinen Garten und das unwirkliche Wunder, zu dem er fähig ist. Ich bin gespannt. Oh, wie ich ihn liebe. Meinen Garten. Mit meinem Namen. Wie seltsam er ist. Und wie wunderschön. Und wie eifersüchtig Satinaf auf ihn ist. Ja, er hasst ihn. Er hasst ihn so sehr, dass er ihn von eurer Welt trennte. Er hasst es, dass er nicht hineinsehen kann, dass er nicht weiß, was darin geschieht. Wann auch immer jemand meinen Garten betritt, hält seine Feder inne. Und eine Seite in seinem Buch, in dem sonst alles geschrieben steht, bleibt leer. Er hasst es so sehr, dass er beschlossen hat, dass nichts, was in meinem Garten geschieht, für die Welt außerhalb Konsequenzen hat. Geh hinein und breche einen Ast. Geh hinaus und in den Augen der Welt wurde er nie gebrochen. Erst wenn du draußen erzählst, was darin geschah, wenn du es in Satinavs unsichtbares Ohr flüsterst, schreibt er es in sein Buch der Wahrheit. Erst dann wird es wahr und der Ast ist gebrochen. Erzähle ihm, was du willst. Wenn er dir glaubt, dann wird jedes Wort wahr. Doch wehe, er erfährt, dass du gelogen hast. Dann zeigt er sein wahres Gesicht. Er wird dich jagen. Er wird dich zerreißen. Denn er ist verdorben. Er ist eifersüchtig und alt. Nur ich bin groß.
Satya, du bist so weit gekommen. Nun gehe auch das letzte Stück. Uiuiui. Das mit dem Ast habe ich nicht verstanden. Du meinst den Garten? Ich meine alles. Den Garten, die Maske. Ich komme bei all dem nicht mehr mit. Du etwa? Ich finde, so schwer ist das doch gar nicht. Ja, ich finde das auch gar nicht so schwer. Der Garten des Vergessens. Wieso wird dort jedes Wort wahr? Soweit ich das verstanden habe, liegt das daran, dass Satinath nicht weiß, was in dem Garten geschieht. Es aber wissen muss, um es in sein Buch der Zeit zu schreiben. Muss denn alles in diesem Buch stehen? Scheinbar. Auf jeden Fall macht ihn dieses Unwissen wütend. Darum hat er dafür gesorgt, dass alle Ereignisse im Garten für die Außenwelt ohne Folgen bleiben, bis man ihm davon erzählt. Was wäre denn ein Beispiel? Sagen wir mal, du gehst mit einem Ring in den Garten und verzauberst ihn dort, ja? Ja. Sobald du den Garten verlässt, ist der Zauber sofort wieder verflogen. Warum? Weil im Buch der Zeit nicht drin steht, dass du ihn verzaubert hast. Und was nicht im Buch der Zeit steht, das ist doch nicht geschehen. Erst wenn du außerhalb des Gartens davon erzählst. Und Satinath mich hört? Und Satinath dir glaubt? Erst dann öffnet er sein Buch und schreibt, Geron ging in den Garten des Vergessens und verzauberte Bredas Ring. Und der Ring ist verzaubert. Was, wenn ich lüge? Tja, wenn Satinath dir glaubt, dann wird auch das wahr. Zumindest so lange, bis er erfährt, dass du gelogen hast. Ich glaube nicht, dass er es mag, wenn man ihn an der Nase herumführt. Das hast du da alles herausgelesen? Ich dachte, es liegt auf der Hand. Erzähl mir mal, ja, was hat die Maske damit zu tun? Was kann die Maske nochmal? Sie stellt dich vor eine Entscheidung. Trägst du sie und sprichst die Formel auf ihrer Innenseite, verlierst du all deine Erinnerungen. Sprichst du jedoch den Namen des Zeitdschinns, erscheint er dir und bringt ein Stück deiner Vergangenheit zurück in die Gegenwart. Okay, jetzt habe ich alles verstanden. Ich denke, irgendwie verstehe ich es. Aber bei den Zwölfen... war die Welt damals verrückt? Ach was, im Gegenteil. Damals war sie noch voll von echter Magie. Eine Maske, die die Vergangenheit zurückholt. Ein Garten, der Lügen zu Wahrheiten macht. Das ist alles nicht zu vergleichen mit dem kümmerlichen Hokuspokus, den wir heute nur noch kennen. Lies weiter. Oh nein, was kommt als nächstes? Hier am Rand hat jemand anderes etwas hinzugefügt. Nachdem meine Prinzessin den Weg zum Garten erfahren hatte, kam sie ein letztes Mal zu mir. Der Stab! Oh. Ich weiß nicht, was mich dort erwarten wird, aber ich werde in den Garten des Vergessens gehen. Ich muss wissen, was Kasim dort wollte. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich bin der Letzte, der sich eurem Wahnsinn in den Weg stellt. Ich... möchte mich bei dir entschuldigen. Du hast dich immer gefragt, warum ich dich aus der Grabkammer befreite. Nun, ich brauchte ein Publikum. Jemand, der all meine Taten beobachtete und sich noch lange daran erinnern würde. Ich musste dich nur ausreichend beeindrucken und du hättest mich niemals wieder vergessen. Ich habe dich benutzt. Warum erzählt ihr mir das ausgerechnet jetzt? Es ist der Garten. Er macht mir Angst. Angst? Euch? Der Zeitdschinn ist ein zorniges Wesen. Zudem könnte ich dort Kasim in die Hände spielen. Ich habe Angst, dass ich nie wieder herauskommen werde und die Welt mich auf ewig vergisst. Das wird nicht geschehen. Nein? Nein. Ihr seid eine großartige Frau. Wenn ich Knie hätte, ich hätte euch schon längst einen Antrag gemacht. Ich dachte, ihr wolltet mich beeindrucken. Gerade hast du mich noch gehasst und jetzt liebst du mich? Ach, wo denkt ihr hin? Ihr seid die letzte Frau, in die ich mich verlieben würde. Eine Frau, in die ich mich verliebe... ist gefährlich und unberechenbar, geheimnisvoll, launisch. Das klingt genau wie ich. Nein, eine Frau, in die ich mich verliebe, ist so berechnend und undurchsichtig, ich könnte ihr niemals vertrauen. Doch euch, Charizat, vertraue ich inzwischen. Warum auch immer. Der Luftmagier hat sich bereit erklärt, als Beobachter auf die fliegende Festung mitzukommen. Ich habe ihn gebeten, dich mit an Bord zu nehmen. Ihr habt was? Nun, da wir endlich Freunde sind, schickt ihr mich einfach in den Tod? Wenn ich den Garten überstehe und es in die Schlacht schaffe, will ich, dass wir Seite an Seite kämpfen. Dann übersteht den Garten bitte auch.
Ich will nicht allein in den Niederhöllen landen. Das wirst du nicht. Ich meine das ernst, Charizard. Wenn ihr nicht herauskommt, dann komme ich euch holen. Keine Angst. Egal wie aussichtslos meine Lage auch ist, ich habe immer etwas in der Hinterhand. Ich bin bald zurück. Toi, toi, toi. So, da wären wir. Der Monolith, ja, und wo sind wir? Es fühlt sich an wie ganz normaler Stein. Hier ist ein Siegel aufgetaucht. Ein Loch. Ich muss erst sicher gehen, dass ich da auch wieder herauskomme. Wo hat sie das Seil her? Das führt doch zu nichts. Wo hat sie das Seil her? Wo hat sie das Seil her? Der Garten. Du bist tatsächlich gekommen. Setze meine Maske auf. Und träume von meinem Namen. Da steht Bob, Chuck, Gerhard, Villeneuve. Ich hab's gelesen. Ihr auch? Na? Was für eine Ehre. Mein Rubin an der heiligen Maske des Zeitjins? Satya, ich bitte dich. Damit fehlt mir nur noch der Name des Djinns. Als ob ich ihn dir jemals verraten würde. Ach. Das brauchst du doch gar nicht. Wir sind hier im Garten des Vergessens. Vergessen? Alles, was hier drin geschieht, wird erst wahr, wenn jemand Satinaf davon erzählt. Meine Dienerin wird einfach behaupten, dass ich dich hier gefunden und gefoltert habe, bis du mir schließlich den Namen verrätst. Kein echtes Blut, nur eine kleine Lüge. Aber in den Augen der Welt eine wahre Lüge. Ich werde diesen Ort verlassen und es wird sein, als hättest du mir den Namen wirklich verraten. Aber psst, das bleibt unter uns. Ich werde dich finden. Und ich werde dich vernichten. Ganz bestimmt. Er weiß den Namen doch gar nicht. Was haben wir hier? Hier ist doch irgendwas. Da bist du ja endlich. Ah, der Luftgeist. Ich dachte schon, du lässt mich im Stich. Lass uns hier verschwinden. Glück gehabt, dass sie den dabei hatte. Eine Bewegung und du bist tot. Klettere zurück in das Loch. Sofort. Wer bist du? Du bist ein Straßenmädchen, richtig? Halt den Mund! Ja, bist du. Du bist nicht tätowiert. Kasim hat es schon immer geliebt, mit kleinen, armen Mädchen zu spielen. Halt den Mund! Wofür fürchtest du dich? Warum zitterst du so? Sollte ich nicht diejenige sein, die Angst hat? Kasim hat gesagt, ich soll dich töten, wenn du nicht gehorchst. Wirklich? Fordere es nicht heraus. Sie hat Angst. Lass mich gehen. Lass mich gehen. Kasim wird niemals davon erfahren. Es geht nicht um Kasim. Sondern? Er hat mir befohlen. Sprich weiter. Ich habe für ihn gelogen. Und jetzt ab in das Loch. Es darf dich niemand sehen. Töte mich. Na los, drück ab. Das ist mein letztes Wort. Spring in das Loch. Lüge aufdecken. Was hast du Satinaf erzählt? Wie hat Kasim mich gefoltert? Ich schieße gleich. Tu es doch. Töte mich. Ich kann nicht. Du kannst mich nicht töten. Ah.
Du kannst mich gar nicht töten. Jedenfalls nicht hier draußen. Du hast erzählt, ich wäre im Garten gestorben, richtig? Hör auf! Aber wie kann ich dann hier stehen und mit dir reden? Bei den Göttern. Ui. Wo ist's ihr hin? Das war Satinav. Satinav hatte das Mädchen zerfetzt. Er korrigierte damit den Lauf der Dinge. Der Prinz vergaß wieder den Namen des Djinns und Satya war wieder frei. Mein Luftgeist brachte sie auf die fliegende Feste und erstattete mir anschließend Bericht. Obwohl es ihm unmöglich ist zu lügen, riet ich ihm bei seinem Bericht zur Vorsicht. Jedes Ereignis, das sich im Garten ereignet hatte, musste so wahrheitsgetreu wie möglich erzählt werden, um nicht der schrecklichen Logik des Gartens in die Hände zu spielen. Hier endet der Eintrag. Das ist alles? Ganz am Schluss. Was ist da draußen los? Auf der letzten Seite steht noch etwas. Was ist das für ein Geschrei da draußen? Oh oh. Ich sehe nach. Ein Pulk, würde ich sagen. Ein Pulk. Geron! Die Thulamiden wurden im Wald gesichtet. Die Stadt bereitet sich auf eine Hetzjagd vor. Auch das noch. Diesmal stecken die Armee und das Kampfseminar auch mit drin. Kannst du versuchen, sie aufzuhalten? Ich werde sehen, was sich machen lässt. Danke. Sehr gut. Kapitel 6. Boah, jetzt würde ich sagen, kommt das Spiel zu seinem Höhepunkt. Der ganze Wald wimmelt vor Magiern und Soldaten. Am besten teilen wir uns auf. Wie geht es deinem Flügel? Gut. Gut. Dann kannst du den Wald von oben absuchen. Ich bleibe unten. Unser Treffpunkt ist dann wieder hier. Alles klar? Ja. Hoffentlich finde ich diesen Ort wieder. Nuri, das ist dein alter Wasserfall. Du hast hier jahrelang gelebt. Ach so. Ja, stimmt. Oh, oh. Bis gleich. Das wird gefährlich, glaube ich. Kapitel 5, Erfolg. Gut. Dann gucken wir mal in den Wald, okay. Wasserfall. Hier kommen die, warte. Dann gehen wir mal in den Wald. Und gucken. Wir jucken einmal hier durch, was wir hier noch so erfahren können, ne? Ins Waldstück. Und Zeltplatz. Oh, das sehen wir zum ersten Mal, okay. Hier unten haben wir Meute. Da haben wir mal Meute zum Felsen. Überall haben wir Meute ins Moor, zum Wasserfall, zum Zeltplatz. Wir gehen mal zum Zeltplatz und gucken. Aber uns sollten sie ja eigentlich nicht jagen, oder? Wir können ja eigentlich... Ich habe nicht den Befehl zum Anhalten gegeben, Breda. Was soll das? Warum stehen die Truppen still? Wenn die Suche weiter landeinwärts getragen wird, entfernen wir uns zu weit von der Stadt. Andergast wäre den Thulamiden schutzlos ausgeliefert. Aber was, wenn sie uns entwischen? Alle Spuren deuten darauf hin, dass sie sich hier in der Nähe aufhalten. Ich halte es für besser, wir halten die Stellung und gehen gezielt allen Hinweisen nach, statt planlos Richtung Steineichenwald zu ziehen. Nun gut, ich gebe dir etwas Zeit. Wenn wir allerdings bis dahin keine neue Spur haben, machen wir es, wie ich es sage. Bis dahin trägst du die Verantwortung. Verstanden. Okay. Was ist der Stand der Suche? Ich will bei der Suche helfen. Gibt es eine Spur? Ja, die Thulamiden waren bis vor kurzem hier. Allerdings wissen wir nicht, in welche Richtung sie anschließend geflohen sind. Besser, du überlässt alles Weitere uns. Es ist hier zu gefährlich für einen einfachen Bürger wie dich. Sei aber nicht so. Ich soll einen Befehl von den anderen Gruppen weiterleiten. Verdammte Heißsporne! Wer auch immer dich losgeschickt hat, sag ihm, dass außer mir niemand Befehle zu geben hat. Es sei denn, sie tun sich nächstes Jahr so sehr hervor wie Breda. Aber davon kann ich wohl nur träumen. Breda? Sprich mit mir, wenn du was zu sagen hast, Vogelfänger. Breda ist meinem Ruf endlich gefolgt und sie hat sich bereit erklärt, unsere Suche in meinem Namen zu leiten. Ich erwarte, dass sie wieder zu ihrer alten Form aufläuft. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das will ich dir auch geraten haben. Wie erfahrt ihr, wenn eine der Gruppen etwas gefunden hat? Ein Bote läuft mit einer Fackel von Gruppe zu Gruppe und hält sie alle auf dem Laufenden. Woran erkenne ich ihn? Du erkennst ihn gar nicht.
Er trägt eine verzauberte Schriftrolle, die nur Magier im Dunkeln sehen können. So können wir ihn ohne Probleme erkennen. Okay. Wie war das mit dem Boten? Er läuft von Gruppe zu Gruppe und gibt Anweisungen weiter. Damit wir ihn im Dunkeln erkennen können, trägt er eine verzauberte Schriftrolle bei sich. Okay, gut zu wissen. Vielleicht erkennen wir sie. Ich hoffe, ihr findet diese Ungeheuer. Das werden wir ganz bestimmt. Ein Zelt. Halt! Wo gedenkst du hinzugehen? Nirgendwo hin. In Wald. Da ist er. Da ist er. Ich habe ihn gerade gesehen. Ich habe ihn gesehen. Da ist er. Wer? Nein. Heda! Ich suche den Boten. Er war hier und hat uns aufgetragen, bis auf Weiteres Stellung zu halten. Ist er noch hier? Darüber weiß ich nichts. Es gibt neue Befehle. Junge, ist dieser Mann der Bote? Nein, Herrin. Er ist nur ein einfacher Bürger. Dann darf ich keine Befehle entgegennehmen. Okay, gut zu wissen. Habt ihr schon etwas gefunden? In diesem Waldstück? Nein. Wir sind auch gerade erst angekommen. Ursprünglich waren wir zwei Gruppen, die die Waldstücke nördlich und südlich von hier durchkämmt haben. Aber ohne Erfolg. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Okay, dann weitermachen. Viel Erfolg. So, wir gucken mal, wo der Bote jetzt langläuft. Der hat ja so ein Schema, ne? Denke ich. So, er läuft jetzt dahin. Die Anhöhe hinauf. Anhöhe hinauf. Er wird bestimmt nicht mehr da sein. Der Mob. Hier ist er wohl nicht. Sonst hätten sie ihn schon gefunden. Wer bist du? Du schon wieder. Ich helfe bei der Suche. Stimmt. Das ist doch dein Fachgebiet. Ungezieferfang. Dann zeig mal, was du kannst. Habt ihr schon Spuren von den Thulamiden? Nein. Werden wir hier auch nicht finden. Wir waren bereits vor der Suchaktion hier. Auf einem Übungsmanöver. Wenn sich die Ratten Richtung Moor geschlichen hätten, hätten wir es gesehen. Okay. Wo finde ich den Boten? Vielleicht ist er hier, vielleicht auch nicht. Nur eines ist sicher. Das Ganze geht dich ein Schweinedreck an. Geh lieber wieder kleine Piepmätzchen fangen und überlass den Rest den echten Männern. Okay. Es gibt neue Anweisungen von oben. Sagt wer? Sage ich. Und der Leiter der Suchtruppen. Wenn du wirklich Teil unseres Mob wärst, wüsstest du, dass nur der Bote Befehle weiterleiten darf. Und du bist nicht der Bote. Das hätte ich sonst schon von Weitem gesehen. Okay. Viel Glück noch. Wir warten mal einen Moment, vielleicht taucht der Bote auch gleich auf. Dieses Waldstück ist voll von Soldaten. Ein Glück. Sie haben ihn immer noch nicht gefunden. Okay. Wir gucken mal. Okay, dann springt er dahin. Ins Moor. Wir gehen mal ins Moor und gucken, was da ist. Bevor er nicht an beiden Ufern festgebunden ist, ist es viel zu unsicher. Habe ich irgendwas dabei? Nö. Sieht nicht aus, als hätten sie Fahi schon gefunden. Gut. Auf normalem Wege lässt sich da nichts mehr machen. Okay, dann nehmen wir das die unnormale Weise. Tiefer ins Moor. Heda, komm raus! Du bist gar nicht der Bote. Bei den Zwölfen, wie lange dauert das denn noch? Du siehst unglücklich aus. Unglücklich? Ich bin wütend. Seit wir hier im Moor angekommen sind, warten wir auf weitere Anweisungen. Aber der Bote mit den Befehlen kommt und kommt nicht. Wenn du ihn siehst, schick ihn her. Glaubst du, die Thulamiden waren hier? Nein,
Sie waren auf keinen Fall hier. Niemand kommt freiwillig hierher. Und wenn, dann sind sie schon lange im Morast versunken. Gute Neuigkeiten. Es gibt neue Befehle. Schlechte Neuigkeiten. Ich darf Befehle nur vom Boten entgegennehmen. Schick mir den Boten und vielleicht werde ich endlich glücklich. No. Wo finde ich den Boten? Was weiß ich? Er trägt eine Fackel und läuft von Gruppe zu Gruppe. Nur hierher traut er sich nicht. Okay. Viel Erfolg noch. Danke. Das ist gut zu wissen. Er traut sich nicht hierher. Ein Glück. Sie haben ihn immer noch nicht gefunden. Der Boden ist schlammig, wie der Treibsand, von dem Giacomo mal erzählte. Ich gehe besser kein Risiko ein. Besser ist. Repariertes Seil. Okay, wir gucken mal. Nori sollte inzwischen wieder zurück sein. Ja, da gehen wir auch gleich hin. Hier ist der Bote. Geht der auch weiter? Weil jetzt müsst ihr auch hier wieder hinkommen. Aber anscheinend nicht. Okay, wir gehen mal zum Wasserfall zurück. Hast du sie gefunden? Nein. Der Wald ist viel zu groß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sehr schade. Wir müssen uns beeilen. Du wirst immer mehr zu einem Raben. Du hast sogar fast schon vergessen, wo wir hier sind. Das stimmt doch gar nicht. Da hinten ist meine Höhle. Hier wohne ich. Du wohnst hier schon seit letztem Herbst nicht mehr. Nicht? Nein. Du wohnst bei mir in der Stadt. Stimmt. Ich erinnere mich. Okay. Ich möchte, dass du bei deiner nächsten Runde eine ganz bestimmte Strecke fliegst. Welche denn? Starte... Am Fluss. Beginne am Fluss und flieg dann weiter... Zum Moor. Über das Moor. Bis zum Felsen. Anschließend kehrst du hierher zurück. Gut. Bis gleich. Okay. Bin gespannt. Ich habe nichts gefunden. Okay. Dann gucken wir mal selber. Was haben wir denn? Der Bote. Wir brauchen den Boten zum Felsen. Okay. Anhöhe. Vom Wald zur Anhöhe bis zum Felsen. Wir gehen mal zum Felsen, weil da sollte der Bote jetzt sein. Ist er aber nicht mehr. Ritter Zornbold. Ritter Zornbold? Ha, wenn das nicht Geron ist. Dich habe ich ja seit letztem Winter nicht mehr gesehen. Wenn ich mich recht erinnere, war das kurz bevor der Seher verschwand. Wie ist es dir seither ergangen, alter Gauner? Ja, wie ist der Stand der Dinge? Hat deine Gruppe schon irgendwelche Spuren gefunden? Wir wissen, dass die Thulamiden hier einmal von Ost nach West vorbeigekommen sind. Oder von West nach Ost. So genau wissen wir das nicht. Wir können dem auch nicht nachgehen, da uns befohlen wurde, vorerst die Stellung zu wahren. Ich hasse es, untätig herumzusitzen. Ehrlich gesagt kenne ich euch nicht anders. Der war gemein, Mann. Es gibt neue Befehle. Wie auch immer sie lauten. Ich darf von Außenstehenden keine Anweisung entgegennehmen. Nur vom Anführer und dessen Boten. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, damit im Mob kein Chaos ausbricht. Mhm. Wo ist der Bote? Ist der Bote hier? Er war hier. Vielleicht ist er es noch immer. Anders als die Magier kann ich im Dunkeln nicht sehen. Okay. Ich suche dann mal weiter. Gehab dich wohl, Geron. So, dann gucken wir mal. Was muss Nori abfliegen? Fels, Anhöhe und Waldstück. Fels, Anhöhe und Waldstück. Fels, Anhöhe und Waldstück. Nori, ich brauche deine Hilfe.
Ich möchte, dass du bei deiner nächsten Runde eine ganz bestimmte Strecke fliegst. Vom Fels? Beginne am Felsen und flieg dann weiter. Über den Fluss. Bis zum Moor. Gut. So. Bis gleich. Na. Geron. Ah. In den Ästen eines Baumes sitzt ein kleines Mädchen. Wo genau? In der Nähe vom Fluss. Vor dem Baum stehen ein Mann und eine Frau. Die Frau liest in einer Karte. Darf ich versuchen, sie abzulenken? Ja, sorg für Verwirrung. Versuche es. Gut, bis gleich. Huhu! Habt ihr das gehört? Fangt mich doch, wenn ihr könnt. Lasst euch nicht verwirren. Zwei Männer sollen ihr folgen. Die anderen bleiben hier. Zu Befehl! Oi. Sie sind langweilig. Und viel zu viele. Zwei von ihnen haben mich bis zum Fluss gejagt. Die anderen sind am Baum geblieben. Verdammt. Aber danke. Bitte. Okay. Wie es aber weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Imgrimsch.